Willkommen zurück zu Minecraft Mumpets. Sorry, ich habe gerade mir ein bisschen überlegt, was ich jetzt genau über dieses Thema, was ich mir rausgesucht habe, rede. Und höre die ganze Zeit diese Hintergrundkulisse. Mal gucken, vielleicht schreit noch mal ein Dorfbewohner. Komm, Dorfbewohner, schreit noch mal. Das war eben... waren eben richtig nice... Geräusche. Wah! Wah! Richtig, als würde der gerade abgestochen werden. So, jedenfalls, ich habe nochmal nachgeguckt und willkommen zurück zu Minecraft Mumpets. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, dass wir hier bei Minecraft Mumpets sind. Jedenfalls hat den zweiten Platz in dieser Umfrage das Thema Let's Plays belegt. Und ich soll mal über Let's Plays reden. Let's Plays allgemein in diesem Fall. Ach, das ist mein Wegpunkt zur Höhle, ne? Wir haben zu viel im Inventar, leider Gottes, sonst würde ich da mal hintingeln. Ah, okay, es ist nur ein kleiner Bug. Anzeigebug. Jedenfalls Let's Plays. Früher... wie soll ich denn das Thema anfangen? Das ist ein schwieriges Thema, um darüber zu reden, wenn du selbst Let's Playst, weil ich kann... nicht... ich kann auch sehr viel Schlechtes darüber sagen. Deswegen will ich mir erstmal... oh, das ist eine Spinne. Ich habe eben erst gedacht, das wäre ein Enderman. Jedenfalls, Let's Plays an für sich. Was ist das? Du zockst und andere Leute gucken dir zu, wie du zockst. Also irgendwie, irgendwo ist es ja schon so eine Art Verarsche, weil man zockt doch eigentlich lieber selbst, als dass man jemanden beim Zocken zuguckt, finde ich persönlich. Aber das Let's Playen, das ist so eine tolle Art, Unterhaltung zu bieten. Und du hast so viele Möglichkeiten, irgendwas aus Let's Plays zu machen, wie zum Beispiel über Themen zu reden und mal dich mit Leuten auszutauschen und in erster Linie reich und berühmt zu werden. Nein, in erster Linie, ich muss hier weg. In erster Linie halt auch die Leute zu unterhalten und die Leute irgendwie ein bisschen mit einzubinden. Oh Gott, ich muss hier weg. Was mache ich denn? Ich finde es halt persönlich traurig, was einige aus, was einige YouTuber aus den Let's Plays gemacht haben. Ich vermisse wirklich dieses klassische Let's Playen von Spielen, wie zum Beispiel Zelda. Gibt's immer weniger, die sowas machen. Alter Schwede. Ich wollte mich gerade zum Schlafen legen und jetzt kommen hier ganz viele Monster. Und, ja, ich kann so viel dazu eigentlich gar nicht sagen, als Let's Plays sind meiner Meinung nach eine gute Möglichkeit, um Leute zu unterhalten. Und vor allem, man muss ehrlich gesagt, man muss zugeben, es ist die einfachste Art der Webvideounterhaltung, weil es gehört mitunter nicht allzu viel dazu, ein Let's Play zu machen. Du brauchst ein Aufnahmeprogramm, du brauchst ein Spiel und du brauchst ein bisschen Humor. Das war's schon wieder fast. Natürlich legen sehr viele Leute auch Wert auf den Schnitt. Lege ich in einigen Teilen auch. Aber zum Beispiel sowas wie Zelda. Das schmeiße ich jetzt zum Beispiel in das Renderprogramm. Ne? Das schmeiße ich jetzt zum Beispiel in den Vegas rein. Und dann rendere ich das durch. Da mache ich nichts dran. Außer ich weiß, dass was Cooles passiert und da will ich was dran schneiden. Aber ansonsten, ne? Und so hat man das früher gemacht. Da hat es gerade gelaggt. So hat man das halt früher gemacht. Guckt euch die alten Videos von Gronkh an. Der hat auch mal so angefangen. Der hat nicht viel geschnitten, der hat ein bisschen Musik drunter gelegt und gut ist. Das mache ich bei Mumpets ja mitunter nicht anders. Aber das liegt aber auch bei mir daran, dass ich wenig Zeit habe und muss natürlich auch gucken, dass ich meine Arbeit nicht vernachlässige in dem Sinne. Jedenfalls, ich bin so unvorbereitet mal wieder in dieses Video gestartet. Leute, es tut mich sorry. Es tut mich einfach sorry, dass ich so unvorbereitet in dieses Video reingestartet bin. Jedenfalls, Let's Plays sind cool.
Aber ich finde es halt auch cool, was einige mittlerweile daraus machen. Guck mal, du kannst aus viele Minecraft-Let's Player, die jetzt einfach angefangen haben, sowas wie Kurzfilme zu machen. Allen voran natürlich unser aller Freund Mr. Bergsman. Der Herr Bergmann, der wunderschöne Minecraft-Kurzfilme und wunderschöne, sehr viel Wert in den Schnitt legt. Finde ich persönlich richtig toll. Dann gibt's wiederum andere. Ich nenne keinen Namen. Ich hätte jetzt allerdings mal Lust auf einen Döner. Die nur rumschreien. Nur am Rumschreien sind. Und wisst ihr, was das Schlimme an der Sache ist? Die Leute feiern das. Die Leute feiern das, dass da jemand einfach rumschreit. Wenn ich jetzt hier anfangen würde, klar, ich bin auch ab und zu mal ein bisschen lauter in einigen Videos, okay, gebe ich ja offen und ehrlich zu, aber wenn ich jetzt hier anfangen würde rumzuschreien, meine Nachbarn würden mir was anderes erzählen. Die würden mich fragen, ob ich noch ganz bei Trost wäre. Also ganz ehrlich. Und ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, wie sowas gefeiert werden kann. Ich hätte jetzt mir auch das Thema YouTube Deutschland an der Stelle raussuchen können. Da sage ich aber direkt, da lasse ich kein gutes Haar dran. Ich gucke an deutschen YouTubern fast nur die, die ich schon seit Ewigkeiten gucke. Oder eben die kleineren, die ich persönlich auch kenne. Wie zum Beispiel Blocky, Flo, René und Bösi. Auch bei den Streams. Ich gucke natürlich auch Holly. Das ist ja einer meiner Lieblings-YouTuber und Streamer. Ich gucke auch Gronkh, aber den gucke ich ja auch schon ewig. Oder Looks Like Link, den gucke ich ja auch schon ewig. Aber wenn ich mir so Leute angucke, ich nenne keine Namen, Leute. Ich mache das nicht, weil dann heißt es wieder, wie kannst du was gegen den sagen, gegen den sagen, gegen den sagen? Nee, das möchte ich auch nicht. Ich möchte erstmal gucken, wie das Holz von dem Zypressenstamm aussieht, wenn wir es platzieren. Und das sieht richtig nice aus. Das sieht ja mal richtig nice aus. Jedenfalls habe ich so das Gefühl, dass Let's Plays momentan nicht mehr unbedingt so oft geguckt werden. Heißt jetzt für mich, ich höre irgendwann auf. Nein, also ich habe es jetzt nicht vor, bin ich ehrlich. Ich habe es jetzt nicht vor. Was habe ich denn hier vor? Ich habe es jetzt nicht vor, irgendwann mit dem Let's Playen aufzuhören. Ich mache das halt, solange es mir Spaß macht. Und selbst wenn ich irgendwann noch weniger Klicks als sowieso schon habe, werde ich trotzdem weitermachen, weil es mir Spaß macht. So, natürlich, ich sag's halt immer wieder bei so einigen YouTubern. Ich sag jetzt nicht Let's Playern, bei so einigen YouTubern, bei denen man sich manchmal denkt, ey, komm, der guckt doch nur auf die Kohle und was weiß ich. Klar gucken die nur auf die Kohle, das ist deren Existenz. Das ist einfach deren Existenz, die leben davon. Ja, das ist wie, wenn ihr arbeiten geht, da müssen die eben gucken, dass sie up-to-date bleiben und eben das bringen, was der Zuschauer sehen möchte. Ja. Das kommt natürlich nicht immer gut an, weil eben nicht jeder Zuschauer das sehen möchte. Aber wenn du auf die Wünsche aller Menschen der Welt eingehen möchtest, bräuchtest du einen Tag, der etwa 365 Tage lang andauert. So, um es jedem im Jahr einmal recht zu machen. So, das schaffst du halt mal nicht. Ja, und bei Let's Plays ist es halt wirklich so, vor allem bei kleineren Let's Playern finde ich das immer so cool. Du kennst halt deine Community. Du kennst halt einfach deine Community und das ist was Tolles. Sorry, Leute, ich hab das Fenster offen und höre da die ganze Zeit diese Geräusche von draußen und bin da ab und zu mal ein bisschen abgelenkt. Und ich weiß, ich rede hier absoluten Mumpitz, aber dafür ist dieses Projekt ja da, deswegen heißt es Mumpitz. Ne, ich weiß, dass viele vielleicht auch nicht meiner Meinung sind. Viele sagen, Let's Plays sind scheiße und das waren sie schon immer. Und Let's Player, das sind nur billige Radiomoderatoren, die versuchen, irgendwas audiovisuell dahin zu kleistern, um Leute zu verarschen. Gibt's auch welche. Da gibt's allerdings auch normale YouTuber, die das machen. Ich meine, ich nenne da natürlich auch keine Namen von irgendwelchen YouTubern, die irgendwelche Produkte auf dem Markt anbieten und die total überteuert sind, meiner Meinung nach. Ist ein ganz anderes Thema. Aber das Thema Let's Plays an für sich, ich finde es schade, dass das klassische Let's Play, so wie wir es kennen, so ein bisschen am Aussterben ist. Oder so wie ich es noch kannte. Ich weiß nicht, wie ich mein Häuschen hier bauen soll. Vielleicht baue ich es aber auch. Ich hatte da eigentlich eine Idee,
Moment, hier drüben habe ich ein bisschen mehr Platz. Hier habe ich ein bisschen mehr Platz. Squids. Aber das ist auch doof. Ist da unten drunter eine Höhle? Anscheinend. Ich will da aber gerade nicht rein. Ich will hier wieder raus. Komm. Jedenfalls. Leute, guckt, was ihr möchtet. Aber vergesst niemals, lasst euch im Internet nicht verarschen. Das ist, ich bin gerade weit vom Thema abgewichen. Ne? Lasst euch bitte nicht im Internet von irgendwelchen Leuten verarschen. Man kann im Internet so viel erzählen. Weißt du, da gehst du hin, machst ein Video, ziehst irgendjemanden in den Dreck und legst traurige Musik drunter. Ob du irgendwie recht hast oder nicht, deine Community wird dich feiern. Es ist einfach so. Deine Community wird dich feiern, ob du recht hast oder nicht. Das ist ja das Problem an der Sache. Deine Community wird dich einfach feiern. Und das ist in YouTube Deutschland momentan echt ein bisschen. Ich find's traurig. Ich meine, ich krieg auch so ein bisschen was aus amerikanischen bzw. englischsprachigen Raum mit, dass es da auch sehr viel Drama gibt und sehr viel Beef und was weiß ich, aber das ist meiner Meinung nach bei weitem nicht so krass wie in Deutschland. Das, Leute, da müssen wir uns mal echt ein bisschen am Arsch reißen, da müssen wir uns echt mal am Arsch packen, alle zusammen, eine große Polonaise veranstalten und uns alle einfach mal wieder lieb haben. Und das können einige einfach nicht, sich einfach mal lieb haben. Die denken sich nur, oh geil, Beef, mach mal mit. Ich baue jetzt mein Häuschen einfach hier drüben. Hier. So, da. Da möchte ich mein Häuschen bauen. Vielleicht aber auch hier am Strand. Nee. Wir bauen das hier. Ich möchte einmal einen Grundriss für dieses Häuschen haben. Ich habe da schon eine Vorstellung, wie ich das Häuschen gestalten möchte, liebe Freunde. Ich habe so ein Haus mal auf einem Server gebaut und fand die Idee damals so cool, dass ich die jetzt hier in Mumpitz umsetzen möchte. Und deswegen habe ich jetzt mal ein bisschen Holz gefarmt. Auch wenn unser Haus teilweise aus Holz und Stein gebaut wird. Jedenfalls. Ja. Also das war es auch schon zu dem Thema, meiner Meinung nach. Und wir werden sicherlich noch irgendwelche anderen Themen finden, über die wir reden können. Über das Thema Nintendo will ich irgendwie auch nicht reden. Bin ich ehrlich. Zwei. Wartet mal. Jetzt muss ich mal kurz zählen. Eins, zwei, drei. 3, das machen wir jetzt einfach. 1, 2, 3, 4, 5. Wartet mal, wenn hier das Fenster. 6, 7. So. Liebe Freunde, wir bauen jetzt mal wieder. Wir bauen jetzt mal wieder was Tolles. Und ihr dürft einfach erraten, was es wird. Ich habe ja schon gesagt, es wird ein Häuschen. Wartet mal. Ich gehe gleich hier 3 hoch. Ist, glaube ich, ein bisschen besser. Dann kommt hier die Doppeltür rein. Moment, Doppeltür, aber das würde ich gerne 1, 2, 3, 4 so handhaben. Zack, sehr schön. Jedenfalls, ich glaube, das war es auch schon wieder fast mit der Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und sorry, Leute, wenn ich ein bisschen verwirrt rüberkomme, wenn ich hier über solche Themen rede. Aber das Problem ist, ich bin kein guter Redner. Ich bin einfach kein guter Redner und das muss man mir einfach zugutehalten. So, zugutehalten im Sinne von, man muss es mir nachsehen. Einfach mal. Habt einfach mal ein bisschen Rücksicht mit mir. Ne? Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, baue ich mein Haus etwas erhöht, dass ich praktisch hier so eine Treppe nach oben habe und so unter das Haus auch drunter kann, was ich so mit Zäunen, ja, dann befestige oder mit Stämmen. Das klingt eigentlich ganz nice. Ich überlege mir was. Ich gehe jetzt aber erst nochmal, bevor ich die Folge beende, zum Bett. Und in der nächsten Folge, ich schreibe jetzt gleich mal auf Twitter, über was ich mal reden kann. Dann reden wir da mal drüber, oder? Ist doch auch mal ganz cool. Wir könnten ja mal über die Gamescom reden dann. Alles klar, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao. Und wie gesagt, sorry, wenn ich jetzt irgendwie irgendwelchen Unsinn gerade geredet habe. Oder ihr dürft mir gerne das in die Kommentare schreiben, wenn ihr meine Art, mich über irgendwelche Themen zu artikulieren, wenn euch die nicht gefällt, dann sagt mir das. Dann versuche ich daran zu arbeiten. Das ist natürlich für mich auch ein Projekt,
wo ich ein bisschen an eben diesen Sachen arbeiten möchte. Deswegen mache ich das ja. Aber wie gesagt, wir reden im nächsten Part mal über was Neues. Bis dahin und ciao. Endcard.